Gefällt dir die Musik nicht, Olivia? Ich finde, die Playlist ist fantastisch. Wenn du das sagst, Claire. Aber ich langweile mich hier zu Tode. Hey, was ist das für ein Ding da drüben? Oh, sieht aus wie ein Rad. Hey, Claire, schau dir das mal an. Denkst du, wir sollten das mal drehen? Ich will zuerst. Und los geht's. Ich glaube, das ist eine Challenge mit einem Stift. Kannst du nachzeichnen, was ich hier zeichne? Es fühlt sich irgendwie wie ein gestrecktes M an. Wow, ja, das ist interessant. Was? Bist du sicher, dass du das gefühlt hast? Lass mal sehen, ob du das hinbekommst. Ja, ich mach das prima. Jede Linie, die Claire zieht, malt Olivia schräg auf dem Kopf stehend. Was malt dein Stift denn da? Was denkt sich nur dein Gehirn, Mädchen? Oh, sorry. Na ja, mal sehen, ob du das hinkriegst. Willst du das? Hey, so nah war sie ja noch nie dran. Bereit zum Vergleichen? Wow. Ja, das ist, als ob Picasso meinen Hund gemalt hat. Ich schwöre, ich habe das so nicht gefühlt. Ach, ich wusste nicht, dass das Papier so dünn ist. Ups. Liegt das nur an mir oder ist es ein bisschen kühl hier? Hier für dich. Das ist besser. Soll ich? Mach schon. Stifte? Wow. Mach auf, mach auf. Wahnsinn, das Ding ist echt stark. Nein, ich habe eine bessere Idee. Hey, schau, wer hat den Hasen reingelassen? Oh, wie machst du das? Nimm dich in Acht vor dem Wolf, kleiner Kerl. Ah! Und jetzt zu unserer Zukunftspräsentation. Das ist toll. Du bist echt talentiert. Juhu! Hey, warte. Ich spreche nur mit meinen Händen. Aber warte, ich habe eine gute Idee. Jetzt, wo sich meine Augen umgewöhnt haben, kann ich meine Schattenfigur auf Papier bringen. Jetzt muss ich nur Details dazu malen. Erkennst du schon, was es ist? Es ist der beste Freund des Menschen, natürlich. Alles, was dem Hündchen jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Farbe. Oh, das ist meine bisher beste Arbeit. Du hörst nie damit auf, oder? Ist der Akku leer? Schau dir das an. Inspiriert von deinen Fingerfiguren. Genial, warum ist mir das nicht eingefallen? Das wirst du lieben. Niedlich, oder? Das ist der Hase. Okay. Auch dieser Typ ist so entstanden. Nur ein paar Finger mehr. Warum nimmst du nicht das hier? Danke. Oh, schon wieder. Wenigstens habe ich Snacks. Schön. Unser erstes Bild in der Zeichnen-Challenge ist... Miau! Wir lieben Katzen. Sie sind so süß. Ii! Mädels, wir zeichnen. Erinnert ihr euch? Soll ich meine getigert machen? Sitz still, okay, Kleines? Ist das überhaupt akkurat? So muss es sein. Ich möchte, dass die Proportionen stimmen. Das ist immer noch nicht richtig. Das könnte klappen. Brauche nur ein bisschen Fell. Gut, dass ich eine Schutzbrille trage. Lass mich mal auf meine Berechnungen schauen. Ja, genau wie ich dachte. Was macht Annie da drüben? Das Ergebnis ist da. Es ist, was ich die ganze Zeit vermutet habe. Schluss mit der Wissenschaft. Es wird Zeit, künstlerisch zu werden.
Zeit ist schon um. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Mädels. Seid nicht schüchtern. Sehr schön, Madison. Die ist echt gut. Ich zeige dir, wie es geht. Beginne mit dem Wort Cat. Dann baue die Buchstaben aus. Du kannst auch farbige Details ergänzen. Vergiss ihr kleines Gesicht nicht. Und ein paar Streifen sehen auch gut aus. Sie sehen sich ähnlich, findest du nicht? Wow, schaut euch Bellas Konzentration an. Wenn man ein Stillleben malt, muss man wirklich konzentriert sein, um auf jedes einzelne Detail zu achten. Oh ja, dieses Ding wird auf jeden Fall kühlschranktürwürdig sein. Vielleicht sogar Bilderrahmenstatus. Naja, das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, ohne dass ich das ganze Teil umrande. Aber wenn ich es mir recht überlege, vielleicht dient diese Zeichnung eher als Übungsrunde. Ja, wir werfen das einfach mal hier rüber. Oh nee, Bella, deine Farbe. Mensch, ich hätte wissen müssen, dass das passieren würde. Los, trockne schneller. Hey, ich frage mich, ob ich diesen Strohhalm benutzen kann. Oh, wenn ich da reinblase, trocknet es vielleicht. Wow, seht euch diese fantastischen Linien an. Oh, das sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus. Sehe nur ich das so oder habe ich gerade das perfekte Bild eines Baumes geschaffen? Oh, und vielleicht sollte ich ein paar Blumen mit diesen Wattestäbchen hinzufügen. Wenn du mit einem Wattestäbchen Farbe auf die Äste deiner Bäume tupfst, bekommst du natürlich aussehende Blumen. Aber sei gewarnt, es kann ein paar Minuten dauern, also sei auf jeden Fall geduldig. Wow, wer hätte gedacht, dass so einfache Bewegungen ein so beeindruckendes Meisterwerk schaffen können? Das ist schön, Bella. Nun, ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Bin ich brillant, oder was? Und jetzt ein Zauberwürfel. Na, das ist eine echte Challenge. Ein Lineal und ein Stift. Oh, ich hab's. Das Lineal hilft mit vielen geraden Linien. Die Winkel lassen es als 3D erscheinen. Was macht Nick denn da? Wie hat er das denn geschafft? Einfach das Papier gedreht? Es ist ein bisschen komplizierter als das. Mit der richtigen Schattierung kann das echt dynamisch aussehen. Siehst du? Der Stift ergibt einen tollen Kontrast. Fast fertig. Und nun? Eine super leichte Schattierung. Man kann es kaum sehen. Dieser Schatten lässt es richtig hervorheben. Ja. Hä? Wie macht er das denn? Boah, das steht total aus dem Blatt hervor. Sowas von cool. Bereit zum Spielen? So, los geht's. Oh, ich will das auch mal probieren. Schaut euch das an. Was ist das? Es bewegt sich. Wow, gut gemacht, Nick. Es sieht aus, als würde mich das angreifen. Ich gehe ein bisschen näher ran. Ja, schau. Boah, wie geht denn die ab? Ha, all die fliegenden Farben. Wird er schon schwindelig? Noch eine Drehung und fertig. Oh, oh nee. Was? Ist da was auf meinem Gesicht? Wow, oh, wie abstraktes Make-up. Na, sowas habe ich ja noch nie gesehen.